Jahr in der Westukraine verbringen. Haben Sie Belege dafür? Haben Sie Zahlen dafür? Also ich habe nicht gesagt, die Ukrainer, sondern ich habe gesagt, dass ein Teil offensichtlich, ja, also es gibt ja, sag mal, ich weiß aus meiner Heimatstadt, da ist ein Haus gemietet worden, da war kein... Sag mal, Sturmhaube, wie heißt du denn auf Twitter? Wie heißt du denn auf Twitter? Schreib mal deinen Benutzernamen hier in den Chat, damit ich dich finden kann. Keiner da, da haben sich die Nachbarn gewundert, warum niemand da ist. Mhm. Da waren die Leute zu Hause, also in ihre Heimat gefahren. Ich weiß auch, dass es aus dem Jobcenter... Ich weiß nicht, ob ich ihn stumm geschaltet habe. Also immer, wenn mir wer auf den Sack geht, dann schalte ich den halt immer stumm, weil ich halt nicht von Twitter genervt werden möchte, dass das nicht den ganzen Zeit mir irgendwelche Benachrichtigungen schreibt von irgendwelchen Leuten, die mich nerven wollen. Aber, okay, dann immer wieder Beschwerden gibt, dass sie nicht erreichbar sind. Also, dass Menschen Bürgergeld beziehen und dann zurück in ihre Heimat gehen. Und es ist schon so, dass dort auch Vermögensprüfungen zum Beispiel, die man in Deutschland sehr, sehr akribisch macht, offensichtlich nicht so stattfinden. Ich will jetzt hier auch wirklich keine Generalverdacht. Aber es gibt eindeutig Menschen, Sie setzen die Menschen natürlich unter den Verdacht. Weil Sie könnten ja auch sagen, wir machen es den Ukrainern kompliziert, weil wir ihre Abschlüsse nicht anerkennen oder weil wir sie alle in eine Deutschprüfung bringen. Nein, was mich einfach nur ärgert, ist, dass man bei Teilen und bei bestimmten Gruppen überhaupt nicht hinguckt. Und dann macht man eine pauschale Debatte gegen das Bürgergeld, gegen die Erhöhung des Bürgergelds und sagt nicht dazu, wen das alles mittreffen würde. Wir haben zum Beispiel immer mehr Rentnerinnen und Rentner, die fallen in die Grundsicherung. Wenn das Bürgergeld, wenn die Erhöhung nicht kommt, dann heißt das auch, dass diese Rentnerinnen und Rentner, und das sind oft Menschen, die haben ihr Leben lang geschuftet oder sie haben vielleicht 3 Kinder großgezogen, dass deren Geld sinkt. Also, dass die noch nicht mal das bisschen Inflationsausgleich kriegen. Und ich finde auch die ganze Debatte, ich meine, wir haben eine Gesellschaft, wo sich am oberen Ende immer mehr Reichtum zusammenballt, wo richtig in den letzten Jahren auch noch mehr Vermögen entstanden ist. Wenn Sie jetzt Es geht so auf den Sack. Wie gesagt, jetzt verzetteln wir uns wieder mit dieser Debatte. Wie gesagt, das ist ein Problem, darüber können wir reden, aber nicht jetzt, wenn wir über diese großen Linien reden müssen. Wir müssen über die relevanten Probleme in unserem Land reden. Und ukrainische Flüchtlinge, ja, das ist definitiv ein Problem, dass so viele hier sind. Aber die sind eben hier, weil in der Ukraine Krieg herrscht. Der Westen muss endlich diesen Krieg beenden. Der Westen muss diesem korrupten Regime in Kiew endlich die Unterstützung entziehen. Da sollte Deutschland endlich mal einen ersten Schritt machen. Also den ersten Schritt haben ja schon kleine Länder wie Ungarn oder die Slowakei gemacht. Da müsste jetzt mal ein großes Land wie Deutschland nachziehen und sagen, bis hierhin und nicht weiter. Aber darüber reden wir jetzt nicht. Wir reden über einzelne Flüchtlinge, die vielleicht Sozialmissbrauch begehen, müssen wir uns die genauen Zahlen angucken. Aber das ist jetzt nicht das Thema dieser Talkshow. Es geht hier, wir sind total vom eigentlichen Thema abgekommen. Jetzt Thema unterbrechen. Ich möchte diesen Punkt. Zu tun. Doch, das verstehe ich wirklich nicht. Wenn Sie sich angucken, die 500 reichsten Menschen in Deutschland haben zusammen ein Vermögen von 1.100 Milliarden. Die 500 reichsten, wenn Sie denen eine Abgabe von eine Solidaritätsabgabe von 5% zumuten würden, dann würden Sie 55 Milliarden einnehmen. Also ich meine, man kann ja auch mal über Reichtum reden. Mhm. Die Mittelschicht wird immer stärker belastet. Der Normalbürger hat eher eine Senkung in seinem Lebensstandard, er hat immer mehr zu kämpfen. Ganz oben geht man nicht ran und man redet immer über die, die sowieso schon ganz unten sind. Und ich finde, das ist ein gesellschaftliches Klima, das verroht unsere Gesellschaft, das vergiftet auch wirklich das Zusammenleben. Da wird eine Stimmung gemacht, die einfach Frau Wagner, vergiftet doch das Zusammenleben, wenn Sie im Prinzip der Ukraine, den ukrainischen Menschen, die aus Kriegsgebieten geflüchtet sind, pauschal unterstellen, die würden die Hälfte des Jahres. Das ist doch die Botschaft, die damit verbunden ist. Das ist die Methode des Populismus. Wir haben es ja hier vorhin eingeblendet bekommen. Und ich finde, ich wundere mich auch, Sie möchten also, dass die deutschen Behörden bei einem Menschen aus der Ukraine dann sozusagen die Vermögenslage daheim überprüfen. Sie wollen, dass der deutsche Staat, der ohnehin dünn gespannt ist bei seiner Personaldecke, gerade auf der kommunalen Ebene, wie sonst was, Sie wollen, dass diese Leute jetzt bei jedem ukrainischen Menschen hingewiesen, was hat er denn zu Hause in Kiew oder was hat er denn zu Hause in Odessa auf dem Girokonto? Oder, also das ist doch, Entschuldigung, das ist Populismus. Natürlich ist das schwierig zu machen. Ich habe darauf hingewiesen, dass man es bei Deutschen anders handhabt. Ich finde, es ist letztlich Nationalismus, muss man sagen. Es ist
letztlich eine Zweiklassengesellschaft für Bürgergeldempfänger. Das muss man sagen. Sie sagen, die einen sozusagen den einen unterstellen Sie pauschal Faulheit und die anderen die wollen Faulheit. Sie schonen. Ich sage das nur, ich schon ein bisschen wenn man verlogen. Große Töpfe hinstellt und wirklich gar nicht genau hinguckt, wer sich bedient, dann bedienen sich eben auch Menschen, die es nicht brauchen. So, und deswegen aber wer würde es denn brauchen aus den, von den ukrainischen Flüchtlingen? Die 19%, die hier arbeiten und die sich hier einbringen. Natürlich sind da auch machen Kranke die dabei, auch. Domhaube, wo hast du mich denn angepinnt? Also ich gucke gerade auf deinem Twitter-Profil, wo hast du mich denn angepinnt? Ich sehe das gar nicht. Tag mich nochmal da, wo du meintest, was wichtig sei. Also ich sehe das gar nicht auf deinem Twitter-Profil. Und ich hatte dich übrigens tatsächlich stumm geschaltet, das weiß ich jetzt. Ja, vielleicht, genau, Alleinerziehende oder ja, Menschen, die sind auffällig. Es ist doch auffällig, wenn es eine derart ja niedrige Beschäftigung wurde. Also, Sturmhaube, ich glaube, du hast überhaupt keine Vorstellung, was in der Ukraine gerade passiert. Also, wenn du ein junger Mann bist, dann darfst du mittlerweile gar nicht mehr ausreisen. Wenn du eine Frau bist, die im medizinischen Beruf ausgebildet wurde, darfst du auch nicht mehr ausreisen. Also, die Menschen in der Ukraine müssen jeden Tag befürchten, dass die Regierung die Einzugskriterien noch weiter fasst. Also, du wirst da, wenn du ungefähr ungefähr in meinem Alter bist, dann wirst du da, wenn du nicht auf die Einberufung reagierst, kommen Leute vorbei, die geben den Schlag auf den Kopf, zerren dich dann in den Jeep, du kriegst eine Waffe in der Hand und kommst ja fast ohne Ausbildung an die Front. Du wirst dann da verheizt. Also das ist die Situation in der Ukraine. Und natürlich müssen wir Menschen, die da aus dieser brutalen Diktatur fliehen, die müssen wir natürlich aufnehmen. Also es ist strafbar, da versuchen auszureisen. Und das ist nichts, wo wir irgendwen hinabschieben können. Und wie gesagt, aktuell sind Frauen, die nur in medizinischen Berufen arbeiten, davon betroffen. Aber wer sagt, dass das nicht bald ausgeweitet wird? Also die ukrainische Regierung, die ist vollkommen verzweifelt. Die hat nicht mehr genug Soldaten, um sie an die Front schicken zu können. Die Ukraine hat ja sowieso schon unglaubliche Entvölkerungen erlebt. In den letzten Jahrzehnten sowieso schon. Dann noch nach Kriegsbeginn noch mal eine erste Fluchtwelle. Weil in den Ostgebieten, die teils von Russland besetzt waren, sind viele Menschen auch nach Russland geflohen. Und ja, jetzt hat die Ukraine keine Soldaten mehr, die sie verheizen kann. Also das ist absolut katastrophale Situation in dem Land. Da kannst du niemanden zurückschicken, erst recht keine jungen Männer. Also die werden dann nämlich sofort an die Front geschickt, wenn du die zurückschickst. Gibt, wenn es in anderen Ländern in Europa eine deutlich höhere gibt. Also es sind die gleichen Flüchtlinge aus dem gleichen Land. Da hatte ich trotzdem zwei Ergebnisse. Deutlich mehr in Beschäftigung sind. Mir ist das wirklich ein Anliegen, obwohl ich bin bei Herrn Südekum, dass wir eigentlich über die Haushalts reden sollten. Aber ich finde, so können wir die Leute zu Hause nicht mit der Information stehen lassen. Die Zahl stimmt. Nur etwa jeder fünfte Ukrainer, der da im Bürgergeld, also von denen, die sozusagen da sind, arbeiten, die anderen sind im Bürgergeldbezug. Was jetzt natürlich dazu gesagt werden muss, damit das nicht bei diesen Leuten abgeladen wird, ist, dass die politischen Maßgaben bis vor wenigen Wochen, bis das nämlich geändert wurde, so waren in Deutschland, dass wir erstens mindestens 9 Monate Sperrzeit hatten, bevor man Arbeit aufnehmen konnte, und dass in Bezug auf Integrationskurse und damit Spracherwerb Deutschland vereinfacht gesagt hat, wir wollen erstmal ein ziemlich hohes Sprachniveau von euch, bevor ihr auf den Arbeitsmarkt losgelassen werdet. Dass das auch begleitend gehen kann, dass man auch halbtags arbeiten kann und daneben den Sprach- und Integrationskurs machen kann, das wird jetzt künftig stärker der Fall sein, nutzt aber den vielen Ukrainerinnen und Ukrainer nicht, die ja offenkundig im Frühjahr 22 hauptsächlich zu uns gekommen sind und da ja schon eine Weile da sind. Das war mir wichtig, dass wir jetzt hier nicht so tun, als würden da Hunderttausende Ukrainer sitzen, die sich hier ein schönes Leben machen. Die befolgen die Regeln, die Politik hier aufgestellt hat. So, weil die halten sich daran, dass wir ihnen diese Forderungen offeriert haben. Zum einen die deutsche Sprache erstmal mit B10 zu können und zum anderen nachzuweisen, was sie eigentlich können und ihre Abschlüsse anerkennen. Was wir wirklich besprechen müssen, und ich versuch's nochmal, auch wenn es anstrengend ist, zusammenzufassen, kann man im Sozialen sparen, Herr Südekum, aus Ihrer Warte? Also, das jetzt ausgerechnet die ohnehin. Also, es ist unfassbar. Südekum hat gerade erläutert, dass sich Deutschland auch in Rezession zubewegt. Und jetzt fragt Maybrit Inne, ob man ausgerechnet bei den Leuten sparen kann, die eine hohe Konsumquote haben. Es ist unfassbar. Also, wie gesagt, weg mit dieser Moderatorin. Das ist furchtbar. Am wenigsten haben, die Fehler dieser Regierung ausbaden sollen als erstes, kann man im Sozialen sparen?
erstmal kann man das nicht so kurzfristig. Also deswegen finde ich diese Debatte sehr merkwürdig. Wir müssen über jetzt erstmal den Haushalt 24 reden und die Konsequenzen aus dem Verfassungsgerichtsurteil. Und da ist aus meiner Sicht, habe ich ja schon gesagt, die einzig wirklich realistische Variante, eben zu sagen, wir brauchen etwas mehr Zeit, wir brauchen diese Notlage auch auf Bundesebene, damit wir eben vernünftig auf dieses Verfassungsgerichtsurteil reagieren. Ordnen das ist das wir jetzt, Sekunde, dann, jetzt ordnen wir auch noch mal. Also 100.000 Arbeitslose in Arbeit und Asylbewerber, Flüchtlinge, Flüchtende weniger in Deutschland ändern an der Haushaltslage überhaupt nichts. Nicht in einem nennenswerten Ausmaß. Also die Vorschläge. Ändern an der. Also, ihr mehr. Also, was soll man dazu noch sagen? Was soll man dazu noch sagen? Also, wenn wir ja den Leuten, die fast alles Geld für Konsum ausgeben, die also mit ihrem Konsum die Wirtschaft ankurbeln, wenn wir denen das Geld noch weiter zusammenkürzen. Ja, die, also Geld, was eigentlich einen total hohen Staatsausgabenmultiplikator hat. Wenn wir das der Wirtschaft entziehen, was passiert dann wohl? Das hilft doch dem Haushalt, oder? Also wie kann man so dumme Fragen stellen? Wie kann man so überhaupt nicht nachdenken? Sie ist entweder komplett neoliberal indoktriniert, sie ist, ich will jetzt nichts unterstellen, oder ja, sie ist einfach nur so blöd, wie man eben sein muss, um in so einen Job zu kommen. Also ich glaube, Moderatoren, die dürfen auch keine Qualifikation haben, die dürfen auch keine Ahnung haben von dem, worüber sie da gerade reden. Also wie kann man so eine Frage stellen? Waren, also dass man etwa diese geplante Erhöhung beim Bürgergeld, dass man die jetzt nachträglich noch versucht zu kassieren, das würde so irgendwas zwischen 1 bis 2 Milliarden bringen, maximal. Und ich meine, das wäre ja Geld, wenn das wegfällt. Dieses Geld geht doch sofort in den Konsum. Ja? Das hier ist kein trockener Content, weil es gerade einer im Chat schreibt. Unser Land fährt gerade gegen die Wand. Wir werden gerade komplett deindustrialisiert. Die Wirtschaft bricht auf allen wichtigen Bereichen ein. Und mal wird immer nichts als neoliberale Propaganda. Das ist kein trockener Content. Da könnte ich in den Luft springen, wenn ich sowas hier sehe. Also das ist kein trockener Content. Das ist Content, der einen wirklich unglaublich zur Aufregung zwingt. Also da würde ich, wenn ich sowas Dummem wie Dekadent oder Shoyoka zusehen würde, würde ich da fast schon ruhig gegen werden, weil es da nicht um so viel geht. Also Shoyoka mag viel falsch gemacht haben, aber sie ist wenigstens nicht schuld daran, dass die energieintensive Industrie gerade aus Deutschland abwandert. Also, ich habe gerade ein paar mehr Zuschauer bekommen, sehe ich gerade. Also, worüber ich hier gerade rede, worüber ich mich gerade aufrege, hier die zwei Grafiken nicht rausgesucht habe, Produktion der energieintensiven Industriezweige um 20% eingebrochenen, ja, im Vergleich zu der normalen Produktion, die sie eigentlich in den letzten Jahren immer hatte. Und die gesamte Produktion der Industrie seit 2018 mehr als 10% im Minus und sackt gerade immer weiter ab. Grundsätzliche Probleme bei der Schuldenbremse, Unternehmen sind Nettosparer, da werde ich vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Südekom redet gerade, Südekom sagt hoffentlich noch mehr sinnvolle Sachen, also beim Bürgergeld, da hat Maybrit Illner gerade so eine komplett bescheuerte Frage gestellt. Also ja, was passiert, wenn wir Soziales noch weiter kürzen, also Leuten Geld wegnehmen, die dieses Geld sofort wieder ausgeben, die also eine hohe Konsumquote haben, die dafür sorgen, dass die Wirtschaft stark läuft. Könnten wir so nicht das Geld einsparen, anstatt vielleicht mal zu fragen, ob diese Aufrüstung so ganz sinnvoll ist oder ob die Ukraine-Hilfen so sinnvoll sind? Wie alt ich bin? 22. Ausgegeben im Einzelhandel, das heißt, wenn ich das jetzt kürze, hat es auch Makro. Ja, ich habe das Video von Wohlstand für alle über Wagenknecht gesehen. Das ist der Artikel von Peter Schad, den die da rezipieren. Das ist nicht sonderlich gehaltvoll. Ökonomisch wieder problematische Effekt. Es gibt tatsächlich ein älteres Video von Wohlstand für alle über Migration, was wesentlich besser ist. Wo sie nicht so, ich würde sagen, moralistisch daran gehen. Langfristig kann man über alles reden. Vieles, was Carsten Lindemann gesagt hat, da gehe ich ja mit, dass wir Reformen brauchen, um eben mehr Arbeit auch im Bürgergeld zu ermöglichen. Da gibt es jetzt gerade sehr gute Vorschläge, auch vom IFO-Institut. Da geht es aber eben darum, Zuverdienstmöglichkeiten zu schaffen. Also gerade das Dazuverdienen ist das echte Problem. Momentan ist es ja so, beim Bürgergeldbezug nur die ersten 100 Euro kann man sozusagen sofort netto für brutto behalten. Danach gibt es eine sogenannte Transferentzugsrate und die ist sehr hoch. Ja? Und, das ist ein schreckliches Wort, Transferentzugsrate. Das heißt, je mehr ich verdiene, umso mehr kriege ich abgezogen. 30 Cent kann ich quasi behalten, 70 Cent sind weg, weil sie angerechnet werden. Und dieses Problem, das ist in dieser ganzen Breite dort extrem verbreitet. Es gibt dann eben auch ganz perverse Situationen, dass jemand 1 Euro brutto mehr verdient und am Ende netto weniger in der Tasche hat, weil er den Anspruch auf andere Sozialverleistungen, zum Beispiel Wohngeld, verliert. Und dass das
so nicht bleiben kann, ist doch völlig klar. Da muss man natürlich ran. Das ist aber eine andere Art von Reform, als jetzt eben zu sagen, wir kürzen da bei den Ärmsten und gönnen denen ihre 60 Euro nicht, die sie jetzt bekommen sollen. So würde ich da rangehen. Und jetzt auch noch mal genereller gesprochen. Carsten Lindemann hat ja gesagt, wir brauchen schnellere Planungsgenehmigungsverfahren, weniger Bürokratie. Das ist alles richtig, da bin ich voll dabei. Ja? Nur das schließt ja eben eine Reform der Schuldenbremse, die für investive Zwecke ausgerichtet ist, ja nicht aus. Das sind doch zwei Seiten der Sache. Oh Gott. Südekomm, es war so vielversprechend. Es war so vielversprechend. Und jetzt schon wieder die letzte Verteidigungslinie. Wieso zieht man sich ohne Not bis in den Burghof zurück? Also das kann doch nicht sein. Warum argumentiert man nicht mal ein bisschen offensiver? Die Unternehmen sind Netto-Sparer. Es gibt aktuell in keinem Industrieland eine Situation, wo der Staat sich zurückhalten könnte. In keinem Industrieland gibt es eine Situation, wo der Staat vernünftigerweise sagen könnte, so, ich spare jetzt mal, die anderen sollen sich mal verschulden. Die gibt es in keinem Industrieland. Wenn nicht, zeigt mir eins. Kann vielleicht noch eins, ja, ein oder zwei geben, wo Unternehmen noch Netto-Sparer sind, aber in keinem so viel, dass sie tatsächlich das Sparvolumen der privaten Haushalte ausgleichen würden. Die Industrieländer, die sparen können, die haben riesige Leistungsbilanzüberschüsse und das ist kein nachhaltiges Modell, die Verschuldung einfach aus Ausland abzuwälzen. Eigentlich sollten sich die Unternehmen verschulden. Wenn sie das nicht tun, dann muss der Staat das machen. Das ist der Punkt. Wenn die Ausgaben für BIP-relevante Güter sinken, dann schrumpft das BIP, dann schrumpft die Wirtschaftsleistung, dann schrumpfen die Einkommen der nächsten Periode. Wenn die Einkommen der nächsten Periode schrumpfen, was passiert dann? Es kann weniger gespart werden. Das heißt, der Staat müsste sich eigentlich wieder verschulden. Aber ja, das heißt, wir haben in der nächsten Periode dann das Problem, was wir diese Periode eigentlich schon lösen könnten, aber dann halt mit einem geringeren Einkommen, mit einer geringeren Wirtschaftsleistung. Warum argumentiert man so defensiv und ja, wir sollten das für Investitionen ausgeben? Nein, wir sollten mehr Geld ausgeben, weil unsere Wirtschaft sonst nicht wächst, weil irgendwer Geld ausgeben muss. Medaille. Wir brauchen beides. Wir brauchen bessere Prozesse und wir brauchen aber auch eine verlässliche Finanzierung von diesen Investitionen, auch über einen langen Zeitraum bis 2030 und darüber hinaus. Nur so können Unternehmen, Investoren auch die Planungssicherheit haben, zu sagen, wir investieren in Deutschland. Wir können nicht uns diesem Märchen hingeben, dass wir einfach nur Politik machen, die kein Geld kostet. Wir brauchen beides. Aber habe ich Sie richtig verstanden, dass das, was Herr Lindemann an Kürzungen vorgeschlagen hat, nach Ihrer Rechnung bis zu 2 Milliarden bringen könnte? Ja. Und wir reden über 17 Milliarden, die gespart werden. 30. Ich glaub, das sind ja, aber der Rest, sozusagen die Differenz, sind ja die Projekte, die man finanzieren wollte. Aber das ist ja nicht etwas, was jetzt als konkretes Loch im Haushalt klafft, sondern das konkrete Loch, was definitiv da ist, sind 17 Milliarden. Mhm. Und der Rest sind Projekte, die man gerne machen will. Und ich finde, das konkrete Loch wird noch größer, wenn die Steuereinnahmen nächstes Jahr geringer ausfallen als erwartet. Also so genau kann man das eh noch nicht beziffern. Man wird wahrscheinlich eh Schulden machen müssen. Und wenn man versucht, dann so viel zu sparen, irgendwelche Tricksereien dann noch rumzukommen, also dann gibt das eine ganz große Katastrophe. Also es ist ja einziges Desaster, was die Politik hier gerade anrichtet. Wenn man sagt 17 Milliarden und dann hat man noch, und davon sind zwei schon mal weg, das ist ja jetzt nicht in die Hand gespuckt, oder? Also, das ist also es sind schon 30 Milliarden, 17 sind im Kernhaushalt und ungefähr 13 Milliarden, die betreffen. Ja, nein, es geht auch um den Klimatransformationsfonds. Ungefähr 13 Milliarden hätten in 2024 abfließen sollen für Investitionen. Mhm. Und es ist jetzt fraglich, ob das passiert. Ja. Nochmal, aber das ist kein Haushaltsloch, über das wir jetzt sprechen. Doch, natürlich. Das sind Gelder, die eigentlich hätten abfließen sollen aus dem Klimatransformationsfonds, aus diesem Sonderfonds, aus diesem Nebenhaushalt, wenn man so will, die jetzt vermutlich. Also, man kann auch gar nicht makroökonomisch denken. Das ist kein Haushaltsloch, wenn da jetzt Ausgaben fehlen, die man verplant hatte. Die hatte man ja nicht im Kernhaushalt verplant, sondern in diesem schönen Schattenhaushalt. Da tätigt man die jetzt eben nicht. Also was soll das schon für Auswirkungen auf die Wirtschaft haben, wenn die Unternehmen weniger Geld erhalten? Die werden doch dann nicht ihre Produktion zurückfahren. Wir leben ja nicht in der Marktwirtschaft, wo sowas passieren könnte. Wirklich nicht abfließen. Und das sind ja gerade eben diese Zukunftsinvestitionen, um die es da auch geht. Mhm. Wo es übrigens also einen politischen Konsens gibt. Das ist ja das, wo da hat kürzlich ja auch... Gott, was... Südekomm, es hat so gut angefangen, du hast so gut argumentiert. Jetzt hast du dich gerade vom Burghof in den Keller des Burghofs zurückgezogen. Also, ja, wir müssen Investitionen tätigen. Nein, Zukunftsinvestitionen. Sag doch einfach, was die wirtschaftlichen Probleme sind. Wir sind in einer Rezession und jetzt muss der Staat Geld ausgeben. Wir haben riesige Probleme, wie gesagt, verrottende Infrastruktur, steigende Armut in allen Bereichen. Ja, es ist genug Dinge, wofür wir Geld ausgeben könnten. Da müssen wir jetzt Geld ausgeben. Also wir müssen Geld ausgeben wegen der konjunkturellen Situation, die sich auch nicht verbessern wird. Und da können wir jetzt nur noch fragen, wofür geben wir das Geld aus? Geben wir es für Waffen, für Rüstung oder ja, für Aktienrenten oder anderes bescheuertes Zeug aus oder für Steuersenkungen für die Reichen? Oder ja, bauen wir davon unsere Infrastruktur auf und sorgen dafür, dass das Armutsproblem, was wir haben, dass das verkleinert wird? Das ist die Frage.
Und nicht, wollen wir zusätzliches Geld ausgeben? Wir müssen zusätzliches Geld ausgeben. Und das muss man sauber argumentieren und dann nicht sich zurückziehen und nur für investive Ausgaben. Nein, wir sind in einer Rezession, wir müssen Geld ausgeben. Punkt. Wenn wir kein Geld ausgeben, dann werden wir ärmer als gesamte Volkswirtschaft. Dann verlieren alle.